Die Basis unseres Self-Leadership-Prinzips ist ein Entwicklungszyklus, den wir entlang einer liegenden Acht beschreiben mit vier Quadranten, und wir gehen jetzt ganz kurz durch diese vier Quadranten durch. Der erste Quadrant ist der Quadrant des Geistes. Dieser Quadrant, auch überschrieben mit neues Denken, ist das Feld des ganzen Potenzials, das da liegt. Das heißt, alles ist schon da, es muss nur entdeckt werden. Es geht in diesen Quadranten auch darum, seine eigene Wirklichkeitskonstruktion zu verändern, eine neue Ordnung im Denken zu bringen, vielfach auch als Paradigmenwechsel beschrieben. Und das war vielleicht eine kleine Geschichte, die Heinz von Förster immer erzählt. Und Heinz von Förster hat einen Austauschstudenten aus Mittelafrika übernommen, der hat Landwirtschaft studiert an seiner Universität. Und nachdem dieser sehr gerne fotografiert hat, hat er ihm zu Weihnachten eine Kamera geschenkt. Und dieser Student hat das Foto, das ihn und den Stammeshäuptling aus seiner Gemeinde in Afrika gezeigt hat, mit einem Farbfilm fotografiert. Nachdem dieser Film entwickelt wurde, kam er ganz aufgeregt zum Heinz von Förster und sagte, ich bin betrogen worden. Ich habe einen Farbfilm benutzt und das Bild ist schwarz-weiß. Nun hat jeder in dem Haushalt versucht, dem Studenten zu erklären, dass das physikalisch unmöglich ist, ein schwarz-weiß Bild auf Farbe zu fotografieren. Er hat aber immer wieder betont, er ist betrogen worden, er versteht das. Ich glaube, der Heinz von Förster hat sogar versucht, ihm quantenphysikalisch zu erklären, warum das nicht möglich ist. Er hat gesagt, er versteht das, aber ich bin betrogen worden. Eines Abends kam ein nigerianischer Lehrer, der auch an der Hochschule unterrichtet hat, und als man ihm sagte, dass es da ein kleines Problem gäbe mit Farbfoto und Schwarz-Weiß-Film, hat der zu dem Studenten gesagt, it doesn't work. Und der hat gesagt, okay, I understand. Das heißt, man hat es ihm in einer Syntax-Semantik erklärt, die er gekannt hatte. Sein evolviertes Gehirn, also die Fähigkeiten, die er hatte, konnten das, it doesn't work, einordnen. In dem Quadranten geht es darum, diese Wirklichkeiten zu verlassen und für sich neue Potenziale zu entdecken und erschließen. Ja, und alles, was wir also im Geist für uns als Möglichkeitsraum geöffnet haben, also möglich gemacht haben, braucht aus unserer Sicht, bevor wir es wirkungsvoll in unseren Alltag integrieren können, den nächsten Quadranten, wir haben ihn genannt, den Quadrant des Herzens, beziehungsweise die Neuhaltung. Das heißt, es muss das, was wir denken, unser Bild im Kopf, mit dem, was wir fühlen, in Beziehung treten, in Resonanz kommen. Wir sagen, in diesem Quadranten Neuhaltung geht es darum, die Dinge in Beziehung zu setzen. Es geht darum, dass wir uns als Menschen mit anderen Menschen in Beziehung setzen und dass wir uns als Mensch mit unserer Umwelt in Beziehung setzen. Und eine Grundvoraussetzung, damit so etwas gut gelingen kann, ist natürlich Vertrauen, Vertrauen in uns selbst. Das ist hier das Prinzip des Gestaltens relevant, weil erst über dieses Prinzip können wir unsere Bilder im Kopf verinnerlichen und letztlich in die Wirklichkeit bringen. Und damit verlassen wir den zweiten Quadranten und gegenüber in den dritten Quadranten. Der dritte Quadrant ist der Bewegungsquadrant und heißt Neues Tun. Der heißt, frei nach Nietzsche gesagt, Übung, 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 zuerst die Werke, der Glaube wird schon folgen. Das heißt, es geht darum, wie angesprochen in Quadranten 1, es geht darum, neue Muster zu formen, neue Muster auszuprobieren und durchaus auch das Prinzip des Scheiterns mit einzuschließen. Genau, also da geht es darum, probiere es einfach aus. Mit all dem, was wir ausprobieren, gehen wir dann in den nächsten, in den vierten Quadranten über. Das ist der Quadrant der Form. Das heißt, in diesem Quadranten erst wird das, was wir zur Übung gemacht haben, zu einem neuen Muster, zu einer neuen Form, die wir ins Leben bringen. Es ist eine Frage der Erkenntnis. In diesem Quadranten findet also das statt, was wir gemeinhin als das Lernen bezeichnen. Es ist da das Prinzip, wenn es hier das Prinzip des bewussten Scheiterns ist, ist hier das Prinzip
des Gelingens relevant. Das heißt, das unperfekte Tun, das Probieren wird mit dem ständig besser werdenden Perfekten in Beziehung gebracht. Und das ist letztlich das, was uns zur Weiterentwicklung verhilft. Wir können sagen, wenn wir diese vier Quadranten durchlaufen haben, wir haben ein neues Bild, wir haben eine neue Haltung zu uns als Führungskraft entwickelt. Wir haben Dinge ausprobiert und jetzt aus dem, was wir probiert haben, aus dem Feedback, aus der Umwelt gelernt. Und die wichtigste Entscheidung für die Weiterentwicklung findet jetzt statt, nämlich aus diesem Raum der Erkenntnis, aus dem Formquadranten, zur Entscheidung zu kommen, und zwar die Entscheidung ist die gute Wiederholung und diesen Zyklus erneut zu durchlaufen.